Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich freue mich, dass du heute dabei bist. In der heutigen Übung Meditation geht es um multiresistente Keime. Also ich werde da oft gefragt, auch hier im Kanal wurde ich schon darauf angesprochen, ob ich nicht mal eine Körperreise machen könnte, wo es eben darum geht, so resistente Keime einfach mal energetisch zu bearbeiten. Ich möchte gleich wieder vorausschicken, also diese Körperreise ist natürlich eine rein energetische Reise, ersetzt keinen Arztbesuch und auch ist auch keinerlei Diagnose, sondern soll dich einfach mal so unterstützen, dich inspirieren und dir helfen, einfach mal so dein Energiefeld zu klären. Und denn so resistente Schwingungen, resistente Keime gibt es natürlich auch im energetischen Bild, im energetischen Sinne. Das sind halt dann so ganz hartnäckige Energien, Fremdenergien, die sich da auch einnisten und die dann in dir wirken und sich dann womöglich auch noch vermehren. Von der Theorie her kannst du dir das so vorstellen, jedes Virus, jeder Keim, jede Bakterie hat eine gewisse Grundschwingung. Und die Theorie ist dann, wenn man eine Gegenschwingung erzeugt, gegen dieses Virus, diesen Keim, jetzt im energetischen Sinne gesprochen, dann löst sich das und neutralisiert sich. Und so funktioniert das von der Energiearbeit her. Also das ist mal die Theorie. Das heißt, wir haben eine gewisse Grundschwingung und müssen eine Gegenschwingung erzeugen. Jetzt sind natürlich diese resistenten Keime, da verrufen, dass eben kein Antibiotikum drauf anspringt und dass man da eben schwer arbeiten kann mit denen jetzt auf der konventionellen medizinischen Seite. Und deshalb kann man da jetzt auch energetisch mal schauen, was sich da tut. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine Bilderwelt und ersetzt natürlich auch keinen Arztbesuch. Gut, dann schauen wir uns das einfach mal an. Wie gesagt, wir werden heute, das ist wie eine energetische Heilmeditation, wir werden heute Gegenschwingungen erzeugen gegen alle Keime, gegen alle Fremdschwingungen, die du in deinem Energiefeld und deinem Körper hast, damit du wieder in deiner Mitte bist und damit alles wieder optimal zusammenarbeitet. Also quasi Körper, Geist und Seele, dass die wieder optimal zusammenspielen. Und das ist heute so das Ziel dieser Meditation. Gut, dann starten wir gleich mal. Schließ einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr, immer weiter und weiter. Und du gehst jetzt mit deinen Gedanken an einen Ort der Heilung. Geh jetzt einfach mal an einen Ort der Heilung. Du spürst, wie sich dein Bewusstsein immer weiter und weiter aus deinem Alltag entfernt und sich immer mehr entspannt, weil du mehr und mehr immer tiefer und tiefer an einen Ort der Heilung gehst. Und wenn du möchtest, kannst du dir diesen Ort einfach auch vorstellen. Das kann in den Bergen sein, am Meer sein, irgendwo, wo du dich wohlfühlst. Es kann im Weltraum sein, wenn du möchtest. Wichtig ist nur, dass du die Qualität in dir trägst, ein Ort der Heilung. Ich gehe jetzt an einen Ort der Heilung.
Und spür mal, wie du dich wirklich an diesem Ort mit deinem gesamten Bewusstsein versammelst. Dein gesamtes Bewusstsein, dein inneres Licht versammelt sich an diesem Ort. Und du spürst, dass all die Spaltungen, all die Verwirrungen, alle Ablenkungen jetzt ganz klar aus deinem Licht entfernt werden. Und du spürst, dass du dich immer tiefer und tiefer in dir zentrierst, an diesem Heilungspunkt, an diesem Punkt der Heilung. Und während du dich an diesem Punkt versammelst, kommt auch dein Körper zur Ruhe. Deine Muskeln entspannen sich. Dein Blut wird gereinigt und filtriert. All deine Organe werden gereinigt und stabilisiert. Dein Nervensystem entspannt sich und auch dein Skelett, deine Knochen richten sich optimal aus und du spürst, dass eine tiefe Heilung stattfindet. Du bist an diesen Ort gekommen, diesen heilsamen Ort, um heute ganz bewusst alle Keime, alle Bakterien, sämtliche Viren aus deinem System zu lösen. Und wenn du nicht genau weißt, was in deinem System ist, so vertraue einfach darauf, dass jetzt Heilungslicht in dich einfließt, das genau weiß, was jetzt aus deinem System entfernt gehört. Sämtliche Entzündungen, Bakterien, Viren, Keime, Parasiten, die nicht in deinen Körper gehören, werden nun von einem Licht transformiert und entfernt. Und dieses Licht fließt in deinen gesamten Körper ein. Von den Zehenspitzen bis zu den Haarspitzen. Fließt dieses heilsame, heilende Licht in dich ein, in alle Organe, in deine Blutbahn. Und sämtliche resistenten Keime und Viren werden durch dieses Licht neutralisiert. Entzündungen in Gelenken oder Organen lösen sich. Entzündungen im Muskelgewebe lösen sich. Entzündungen auf deiner Haut lösen sich.
Eine tiefe, tiefe Reinigung findet statt. Und dieses Licht hat genau die Gegenschwingung zu sämtlichen Viren, Bakterien, Parasiten in deinem System. Erlaube diesem Licht, dass es durch dein System fließt, deinen Verdauungstrakt, Magen, Dünndarm, Dickdarm, dein Urogenitalsystem, die Nieren, Harnleiter, Blase, Harnröhre. Durch Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse und natürlich auch deine Lungen. Lungenflügel, Herzmuskel. Rachen, Halsraum. Durch dein Gebiss, zu den Ohren hinauf in deinen Kopf und auch dein Hirn wird jetzt gereinigt. Von diesem Licht. Und sämtliche Sorgen, Gedankenfetzen und Ängste lösen sich jetzt ab. Und du kommst absolut in dieser Heilenergie, an diesem heilenden Ort an. Spüre die Heilung und die Entspannung. Mach dir bewusst, dass in diesem Augenblick dein ganzer Körper und auch dein Energiesystem gereinigt und geheilt werden. Du lässt diese Energie jetzt weiter durch dein System fließen. Und letzten Endes reinigt diese Heilenergie jetzt sämtliche Glaubensmuster in Bezug auf Gesundsein und Krankheit. Und das sind Glaubensmuster, die du in deiner Kindheit entwickelt hast. Und so öffnet sich jetzt dein Nabelchakra, das Zentrum
von deinem inneren Kind und sämtliche Glaubensmuster über gesund sein und krank sein reinigen sich jetzt raus und lösen sich. Und du spürst, wie sich dein Nabelchakra mehr öffnet und wie du dich dadurch immer mehr erdest und stabiler wirst, freudvoller und leichter. Spüre jetzt die unendliche Liebe und Zuneigung um dich herum und spüre, wie dein System diese Liebe und Zuneigung aufnimmt und umsetzt. Atme nun tief ein und wieder aus. Und nun wird alles, was in dir uneins ist, alles, was in dir gespalten ist, wird nun gereinigt und entweder vereint oder eine positive Kommunikation wieder aufgenommen. Also alle Teile, die in dir zersplittert sind, verwirrt sind, werden nun zusammengefügt. Und befinden sich entweder in einem positiven Austausch miteinander oder sind wieder eins. Und du spürst, dass dadurch Heilung fließt. Atme nun mal tief ein. Und wieder aus. Erlaube dir jetzt alles Negative, alles, was dich kränkt, stresst oder schwach macht, aus deinem Leben abzugeben und absolut die Heilung dieses Ortes aufzunehmen. Atme nun nochmal tief ein. Und wieder aus. Und spüre, wie sich diese Heilenergie jetzt in dir manifestiert, wie sie durch dich fließt und wie sie sämtliche Fremdenergien, Viren, Bakterien, Keime aus deinem System entfernt hat. Spüre, dass du klarer bist. Und sicherer. Bedanke dich jetzt mal bei dieser universellen Heilungsenergie. Atme noch mal tief ein und wieder aus
Und erlaube dir dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Streck dich mal durch, beweg deine Arme und Beine und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst und wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und bist wieder ganz im Hier und Jetzt. Lass dir ruhig etwas Zeit noch mit dem Zurückkommen. Spüre, wie du dich in dir ausbreitest, wie deine Energie, dein Alltagsbewusstsein zurückkehrt. Und du kannst diese Meditation natürlich wiederholen. Wenn du spezielle Bereiche hast, wo du das Gefühl hast, okay, da brauche ich jetzt Hilfe mit so multiresistenten Keimen oder Viren, dann kannst du diese Energie natürlich ganz bewusst auch dorthin bündeln und gewisse Körperteile oder Organe und da einfach auch damit arbeiten. Also das kannst du für dich so formen. Grundsätzlich geht es immer darum, ich hole mir eine Energie, die die Gegenschwingung von dem ist, was ich loswerden möchte. Und so kann man dann damit arbeiten. Ich hoffe, diese Reise hat dir gut getan. Lass mir doch mal einen Daumen hoch da oder und abonniere den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, falls du Thema für eine Meditation hast oder eine Frage dazu oder ein Erlebnis teilen möchtest. Ich bin Oliver Ereni und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss und danke.